Guten Abend und hallo Deutschland. 26 Jahre liegt dieser Mordfall zurück. Jetzt kann er endlich gelöst werden. Anfang der 90er wird die damals 10-jährige Stefanie tot aufgefunden unter einer Autobahnbrücke in Thüringen. Im Idealfall sind sie eine riesige Hilfe und führen uns sicher ans Ziel. Navigationsgeräte im Auto. Aber es sind und bleiben halt Computer und die können eben auch nicht alles. Wenn zum Beispiel die Verkehrsführung mal kurzfristig geändert wird, aber das Navi davon nichts weiß, dann kann das richtig gefährlich werden, wie hier in Oberfranken. Ja, man könnte so einem Navi auch mal beibringen, wie man eine Rettungsgasse bildet. Denn vor allem Lkw-Fahrer schaffen es zum Teil noch immer nicht so recht. Nach einem schweren Unfall auf der A4 wurden deswegen jetzt die Rettungsarbeiten zur Herausforderung. Eigentlich ist es ein Idyll, das Grundstück von Marliese und Gerhard Daso im Krefelder Ortsteil Forstwald. Genau, Forstwald, das klingt nach Bäumen und genau das ist auch das Schöne an dem Grundstück, bis die neue Nachbarin einzieht, denn der passen die vielen Bäume gar nicht. Diesen Fall hat Hauptkommissar Volker Herzberg auch nach 10 Jahren nicht vergessen. Eine 12-Jährige wurde zu Hause durch eine Briefbombe schwer verletzt und der Täter hatte es offenbar nicht nur auf das Mädchen abgesehen. Zeit für unsere Wochenserie, der Traum vom Eigenheim. Familie Gantenbrink merkt nach dem Kauf ihres Hauses, dass es leider nicht das Traumhaus ist. Die eigenen 4 Wände schimmeln nämlich und das ist nicht das einzige Problem. Tja, ob sie sich mit der Bank einigen können, das sehen Sie morgen im 3. Teil unserer Wochenserie. Alle News der Stars und Royals hat jetzt Karen Webb bei Leute heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.